Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diese Woche erzähle ich mal ein bisschen über den Bulldog. Haben einige gefragt, wie ich an den gekommen bin und ob ich den restauriert habe, ob es da Bilder gibt. Und ja, ich erzähle mal ein bisschen über den Bulldog, wie ich da dran gekommen bin, was ich da dran gemacht habe. Ja, der Bulldog steht jetzt hier mit Plane abgedeckt, damit er nicht so einstaubt. Wir haben Ende Oktober nochmal unsere Lichterfahrt, da werde ich den wohl nochmal brauchen. Ja. Und dann wird das wahrscheinlich für dieses Jahr die letzte Tour sein, weil ich den ja auf Saisonkennzeichen angemeldet habe. November, Dezember, Januar, Februar, ja, da sind die Monate, wo ich mit dem dann nicht fahren darf. Ja, so viel schon mal vorab. Also diesen Bulldog habe ich nicht komplett restauriert. Den habe ich teilrestauriert gekauft. Ja, weil eben die Kosten für einen komplett restaurierten extrem sind und auch für einen nicht restaurierten braucht man entsprechendes Werkzeug, vor allem Hebewerkzeug, weil ein Bulldog ist ja alles schwer. Und das halte ich auch nicht, und darum fiel eine Komplettinspektion oder Restauration für so ein Fahrzeug dann auch aus. Und ich hatte mir da eigentlich abgeschminkt, mal einen Bulldog zu haben. Und ja, dann kommt dann wieder der Zufall ins Spiel. Ein Schlepperfreund von mir, der suchte auch einen 10 Liter Bulldog, wollte den 5 Liter abgeben oder hat dann 5 Liter abgegeben und wollte einen 10 Liter haben. Und er hatte sich dann in der Nachbarschaft, ergab sich dann ein Gespräch, und dann kam es dazu, dass diese Person sagte, ja, mein Bekannter, mein Cousin war es, ja, der will seinen Bulldog abgeben, kann gesundheitlich nicht mehr so und ja, möchte ihn abgeben. Daraufhin ist dann mein Schlepperkumpel dahin gefahren, hat sich den Trecker angeguckt. Und ja, für ihn war es dann nichts, weil er nicht selber an Schlepper reparieren kann. Er muss dann schon einen ziemlich fertigen Schlepper haben, und das war eben dann nicht gegeben. Da war einiges dran zu tun. Das konnte er nicht und das wollte er nicht. Und natürlich gibt es dann eine Werkstatt, die sowas macht, und diesen hatte er dann auch Bescheid gesagt, und die haben sich dann zusammen den Schlepper angeguckt. Und ja, wie das dann so ist, wenn er diesen Schlepper machen würde, dann würde er den komplett machen, und ja, wären dann auch mehrere tausende Euro. Und dann hat mein Schlepperfreund davon abgesehen, hatte mich informiert, ob das nicht vielleicht was für mich wäre. Ja, darauf bin ich dann dahin gefahren, habe mir das angeguckt. Ja, und dann ist es passiert. Und das seht ihr jetzt in diesem Video. Ja, da stand er dann auf einem ehemaligen Bauernhof mit noch einem Leidenskameraden, schon seit vielen Jahren in Schuppen. Dieser lief eigentlich, der andere war nicht fahrbereit, da musste noch mehr dran gemacht werden. Wie man sieht, steht er schon ziemlich lange hier, ziemlich verstaubt. Ja, ich habe mich dann entschlossen, den zu kaufen, und sind wir dann mit unserem Deutz dahin und haben den abgeholt. Ja, Licht und so funktioniert natürlich auch nicht. Ja, zu Hause angekommen, wurde natürlich erstmal ein Rundgang um den Schlepper gemacht und mal geguckt, was denn so alles dran ist. Ein Freund von den Schlepperfreunden, der schon länger Erfahrung mit Bulldog hat, der war mit dabei und hat mir ein bisschen erklärt. Ja, erstmal gucken, ob die Lampe funktioniert. War so ja noch die Originalbeschreibung drin. Ja, diese funktioniert schon mal. Und dann haben wir versucht, den Schlepper mal zu starten.
Ja, der Schlepper war natürlich für uns beide neu, fremd. Wir wussten natürlich nicht genau, wie er so funktioniert. Grundprinzip natürlich schon. Aber wie lange ich den jetzt vorglühen muss und wie viel man vorpumpen muss und der Standjasthebel, wie weit muss ich den durchziehen, weil da waren noch keine Markierungen. Ja, dann war so ein bisschen versuchen erstmal. Ja, natürlich die ersten Versuche haben dann nicht so geklappt. Ja, bei der ersten Besichtigung hat er natürlich gelaufen und später haben wir dann auch eine Probefahrt gemacht und ja, man hat dann schon einige Mängel festgestellt. Ja, natürlich falsch rum angesprungen und jetzt versuchen wir den umzusteuern. Funktioniert auch noch nicht so, weil man den Trecker eben noch nicht kennt. Letztendlich haben wir den Loch anlaufen gekriegt und wir haben dann die erste Probefahrt gemacht. Ja, und nach der ersten Probefahrt ging es dann natürlich ans Reparieren. Wie gesagt, einige Macken waren uns bekannt, vor allem der Zylinderkopf und die Bremsen taten es nicht. Ja, alles mal genau in Augenschein genommen. Einspritzpumpe war undicht, musste erneuert werden. Aber es musste erstmal Zollwerkzeug besorgt werden, damit man an den Trecker auch arbeiten kann. Ja, die Glühnase musste raus, die war undicht und total verkohlt. Zylinder und Kolben waren noch okay. Und die anderen Sachen mussten dann bei meinem Bruder gemacht werden in der Halle mit einem schweren Kran für die Steckachsen hinten, weil alles schwer an dem Trecker. Mehrere Zusatzgewichte an der Achse. Hier das Gewicht in einem Rad. Die Gußfedern selber schwer wie Sau. Ja, und auch die Bremstrommel hat Gewicht. Wie man sieht, total verölt die Bremstrommel und auch die Bremsbeläge, die waren nicht mehr zu brauchen. Der Mechanismus selber war soweit in Ordnung, nicht ausgeschlagen. Ja, und diese Steckachse muss raus, weil der Simmering undicht war. Die Fläche, wo der Simmering läuft, die war ziemlich rau, die musste bearbeitet werden. Ja, und dann wieder zusammenbauen, alles sauber machen, wieder zusammenbauen. Neue Belege drauf. Und natürlich Betriebsstoffe erneuert. Dann noch TÜV vorführen und dann stand schön Touren, nichts mehr im Weg. Ja, die aufregendste Tour war dann mit Sicherheit nach Kröf zur Mosel, also hin und zurück 500 Kilometer. Ja, durch die Eifel, Berge rauf und runter, das war dann schon sehr aufregend und ja, mit so einem Bulldog ist es dann nicht so einfach durch die Berge zu klettern, vor allem dann auch bergab, weil
der Motor eben keine Motorbremswirkung hat, sondern man stellt da ständig auf der Bremse und dann muss man immer schön aufpassen, dass die nicht zu heiß wird. Ja, auch dann schon mal mehrere Tage nach Kranenburg. Das war auch eine sehr schöne Tour. Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir noch ein paar schöne Touren machen. Auch speziell mal mit diesem Bauwagen, dass der dann mal fertig ist, dass wir dann mal mehrere Tage mit dem Bauwagen unterwegs sind. So die Planung. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich sage danke fürs Zuschauen und lasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.